Musst du alles verraten? Ups, Scheiße erzählt. Hi Leute. Na, Dirk, was geht ab? Nix. Alles gut? Ja. Schön. Schönes Wochenende gehabt? Voll. Guck mal, ich habe hier einen sogenannten Pagode-Motor. Das ist ein Mercedes-Benz-Motor. Dann sollen wir uns einfach mal angucken, ob wir den noch retten können. Ne? Und das größte Problem hier ist die Zylinderlaufbahn. Und zwar hat er da ordentlich gefressen. Guck mal, ob du da reinleuchten kannst, ob du das mal zeigen kannst. Du musst leuchten. Genau. Sieht man das hier an der Stelle? Ja, so ein bisschen. Ja. Genau, und ansonsten sollten wir uns halt die Kolben angucken und die Kurbelwelle. Und ich habe mir gerade die Kurbelwelle angeguckt und die durchgemessen. Und hier ist einfach wieder so ein, ja, ein geiles Phänomen einfach. Weißt du, was heißt geil? Also ich finde das einfach krass, weil du hast hier, wenn ich erstmal hier den Hauptlagerzapfen messe, ne? Warte mal. So, 59,959. Das war jetzt der dritte Zapfen. Ich habe die schon alle auch durchgemessen. Und das war der größte Zapfen hier. Jetzt gehe ich mal auf den ersten Zapfen. Da kannst du einfach sehen, normalerweise kannst du locker, sag ich mal, wenn du das größte Maß hast und das einmal gemessen hast, kannst du die Messuhr einstellen, die Messschraube einmal festmachen. Und dann kannst du ruhig durch die anderen durchgehen und dann kannst du sehen, okay, passt. Ja, da ist jetzt nicht irgendwie mal geschliffen worden, die ist jetzt nicht 2,5 Zehntel drunter oder sowas. Ne? Hey Alex, was geht ab? Und das Krasse ist einfach, du hast hier einen Unterschied, ne? Zwischen dem ersten Zapfen und dem dritten Zapfen. Hier ist nämlich der größte Unterschied. Und wenn du die Messuhr nimmst und dann den dritten Zapfen misst und dann einfach mal mit derselben Größe oder mit derselben Einstellung über den ersten drüber gehst, dann merkst du so, wie viel krasser das drüber geht, also viel leichter. Weißt du? Und man hat halt automatisch das Gefühl, meine Güte, der muss ja Millimeter kleiner sein. Was denkst du, wie viel das sind, Alex? Mess mal, hier. Ich hab dir jetzt, mess mal den dritten Zapfen. Challenge! Ist eingestellt. Mach mal einfach nochmal los, immer mal groß, mess mal selbst den dritten Zapfen. Und dann gehst du auf den ersten Zapfen, aber du guckst noch nicht das Maß. Also du guckst dir noch nicht das Maß an. Du sagst nur von deinem Gefühl her, wie viel kleiner der Zapfen ist. Sollen wir den Björn auch mal ranholen? Klar. Björn! Challenge! Hast du gerade geguckt? Nein. Nein. Ah, das gibt aber viel Schlimmere. Gibt viel Schlimmere. Zahlen. Das fühlt sich noch gut an. Sag Zahl. Sag Zahl. Das ist auf jeden Fall unter ein Hundertstel. Sind 4.500 in diesem Bereich. Und guck, was liegt bei dem Björn? Björni, ja. Guck mal hier, wir haben hier eine Challenge am Start. Und zwar haben wir hier den größten Zapfen, Hauptlagenzapfen ist der dritte und der kleinste ist der erste. Jetzt musst du den dritten messen und dann kommt die eigentliche Challenge. Und dann lässt du das Maß stehen, befestigst die Uhr, dann misst du das erste, aber nur reinfühlen und dann musst du quasi erfüllen, was für einen Unterschied wir da haben. Ja, mach mir. Aber ich könnte ja die Uhr verdrehen, ne? Löst die mal, mach mal auf die erste, leg mal auf die erste. Hast du schon aufgemacht. Mess mal den größten Zapfen erstmal, den hier. Aber krass, ne? Du fühlst, als ob die Messuhr da reinfällt auf den ersten Zapfen. Merkst du, was für ein Unterschied das ist? Ja. Krass, ne? Wie groß ist der Unterschied? Wie groß ist der Unterschied? Denn ich gucke, also du hast ja noch nicht eingestellt. Björn direkt so. Kannst du ablesen. Ja, ne? Warum soll ich das nicht machen? Sag es. Sag es. Tu es. 100. 200. Alex war am nächsten dran. Es ist unter ein Hundertstel, aber es fühlt sich an, als könntest du die Messer drüber schmeißen. So ein krasser Unterschied, oder? Wie viel hast du gemessen?
Ja, hier haben wir 59,96 und hier 59,954. Gut, Alex. Number one. Sehr gut, ja, sehr gut. Und er hat es in den Fingern, der Kollege. So. Björn! Was denn? Du schuldest uns allen ein Mittagessen. Ja, genau. Können alle von meinem Gemüse ab. Muffins! Gemüse? So, für alle, die interessiert, die Kamera läuft. Plopp! Hallo, Vita! Moin! Gleich wie immer? Oder anders? Nein, ein bisschen anders. Denn wir haben hier 6 Zylinder. Okay. Eindeutig zu wenig, nein. Magst du mal kurz erklären? Ja, klar. Also wir haben hier einen Hocker. Das ist ein richtig geiler Hocker. Der kann richtig was ab, denn dieser Hocker kann... der kann nämlich hier so einen geilen M30 B30 tragen. Der ist sau schwer. M30 okay. B30? Genau, das ist ein M30 B30, das heißt 3 Liter. Wo der war der drin? Der ist aus einem Alpina B5. Aha. Ja, das ist die zweite BMW 5er Reihe, E28. So, ich glaube 1983 rum, würde ich sagen. Also schon echt schniekes Teil. Das, Entschuldigung, das ist gar kein, das ist ja ein 3,5 Liter. Ups, Scheiße erzählt. Nimm das nicht so auf die leichte Schulter. Ja, nee, das ist ein 3,5 Liter. How dare you? Ey. Okay. Ja, was mache ich jetzt? Sag es nicht. Sag es nicht. Ich sag gar nichts. Ja, nee, ich habe den Motor gewaschen, ausgepustet, ausgeblasen, alle Kanäle ausgepustet. Vor allem die Wasserkanäle, weil die sind natürlich total verrostet von innen. Ne? Und du hast überall diese Krümel, diese Ablagerung, das ist einfach nur crazy shit, das kriegst du da nicht raus. Ich habe so lange hier dran rumgepustet. So, jetzt, wie gesagt, ich habe den jetzt gerade aus der Waschmaschine rausgeholt. Jetzt schmiere ich die Zylinderlaufbahn mit Öl ein, damit er nicht anfängt zu rosten. Und auch hier oben ein bisschen die Deckfläche. Was passiert überhaupt hiermit? Ja, der hat... Ich weiß gar nicht ganz genau, was der für ein Problem hatte. Ich weiß nur eins, wir haben eine Box hier gehabt mit sämtlichen Bauteilen, das heißt mehr Pleuel, als wir eigentlich brauchten. Das heißt, wir sollten uns da die besten raussuchen. Okay. Die Kolben, die waren beim Beschichter. Das heißt, ich weiß nicht genau, was der für ein Problem hatte. Der wurde aber auf jeden Fall aufgehohnt bis zu einem Punkt, wo man einfach 100% davon ausgehen kann, dass die Zylinderlaufbahn in Ordnung ist und dass wir ein vernünftiges, also einen vernünftigen Kreuzschliff bekommen. Und ja, und auf das Maß wurden dann die Kolben beschichtet. Mhm. Das ist, funktioniert sehr gut, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. So, genau, sieht gut aus, ne? Kurbelwelle, ja, ich habe mir die ganzen Sachen jetzt hier bereitgelegt. Ich kann aber noch nicht alles fertig machen. Ich habe, morgen kommen erst die restlichen Teile, Lagerschalen. Das heißt, ich werde jetzt gleich hier gar nicht weitermachen. Ich habe nur alles vorbereitet und Kurbelwelle gewaschen, Teile gewaschen, dann geguckt, was ich noch alles brauche, ne? Und ich bin tatsächlich jetzt eigentlich so gut wie durch, ne? Aber weißt du, ich habe, weißt du was, guck mal mit, ich zeig dir mal was, ne? Guck mal hier. N54 ist so 135i, 335i, E92. Closed-Stack Umbau, richtig geil, ne? Guck mal, ist das nicht echt sexy? Das sieht echt gut aus. Hier muss ich gleich noch die Kurbelwelle richten, denn die hat ein Zehntel Schlag. Guck mal weiter. Warum ich das gleich alles zeige, oder warum ich das zeige, dazu komme ich gleich. Das hier, M159. Oh mein Gott, ist das geil, Mann. Oh mein Gott, ist warum? Das geil. Ja, weil am M156 habe ich oft gearbeitet und habe den auch überholt, den Motor. Aber am M159, da kommst du so einfach nicht dran. Ne? Allerhöchstens Inspektion beim SLS, ne? Okay. Mercedes SLS. Also richtig geil. Der Motor, der wird gebuchst. Der kriegt Buchsen. Das ist
Das ist einfach Creme de la Creme. Richtig geil. Ich brauche mal das ganze Auto hier. Muss doch mal Probe fahren. So, weiter. CEPA. Mal wieder. Ne? Audi TTRS, Audi RS3. CEPA, 5-Zylinder, 2,5 TFSI. Ja. Wieso mal wieder? Es ist einfach, das ist ein, zwar ein Eisenschwein, aber ein geiles Eisenschwein. Ja, das war ja jetzt auch gar nicht abwertend, aber hatten wir ja vor 2 Wochen schon. Oder ist der da noch? Nein, ne? Nein, ist ein anderer. Nein. Weiter. Ich weiß, du möchtest nicht gefilmt werden. Der möchte nicht gefilmt werden übrigens, kannst du mal zeigen. M278. Das ist so S500, G500, TLS500. Mhm. Ne? 4,7 Liter Hubraum. Der kriegt Buchsen. Mhm. Ist es schon alles vorbereitet? Mhm. Weiter, komm mal mit. B58. Richtig geiles Teil. Der Motor hier, der wurde hier angeliefert, der hat noch keine Minute gelaufen. Vielleicht auf dem Prüfstand. Okay. Ja, der Kunde hat ihn hier hingeschickt, der kriegt alles. Also alles, wirklich alles. Der wurde gebuchst. Das kannst du, ich nehme mal die Torque runter, damit du das mal zeigen kannst. Geile Dichtung. Eine geile Dichtung. Nee, also nicht geile Dichtung, doch, sondern geile Dichtung. Dichtung. Racing. Also B58. Das ist so 340i. Mhm. Was war das nochmal? Boah, bei den neuen BMW-Modellen habe ich nicht so ganz den Überblick behalten. So G-Modell, glaube ich, G20 oder so. Okay, das weiß ich nicht so ganz genau einfach. Das ist so 340i. Die werden auch im Supra verbaut. Und die haben einen ganz normalen Alublock mit 7% Siliziumgehalt. Mhm. Und die haben dann diese LDS Stahlbeschichtung. Das heißt, die Liner, die eigentliche Laufbahn, ist dann eine ungefähr 0,2 bis 0,3 mm dicke Stahlschicht aufgespritzt. Da gibt es auch verschiedene Varianten, da fange ich jetzt nicht an von zu reden. Könnte ich jetzt erklären. Genau, und den... Ja, warte mal. Ja. Erklär doch. Nein, das dauert viel zu lange. Da muss ich wieder mit Grundlagen anfangen. Hier, der wurde auf jeden Fall jetzt gebuchst, der Motor. Das ist... Das ist auch schon wieder so eine Sache, machst du nicht alle Tage. Und der Motor, der ist flatsch neu. Weißt du? Da wird er hier hingeschickt und kriegt dann komplett alles volle Suppe. So muss das. Ja, ich leg das mal alles wieder drauf. Hier unten, das ist der Datsa. Mhm. Das ist auch der mit dem mit der geplatzten Zylinderwand, den wir geschweißt haben. Gebuchst. Auch wieder. Ey, High Performance geil. Es ist High Performance geil, echt? Weiter. Geh schnell auf Alex. Ich möchte nicht gefilmt werden. Der möchte nicht gefilmt werden. Ich möchte übrigens auch nicht gefilmt werden. Zeig den doch mal. Zeig dir mal seinen sexy Arsch. Schnell, schnell, schnell! Weiter? Da oben. M119. Mhm. Wo der, das ist ein. Mann, darüber weiß ich gar nicht genug, um darüber zu reden. Aber ich glaube, das ist ein 5-Liter-Motor und der wird auf 6 Liter umgebaut. Die Kurbelwelle ist auch schon da. Warum ich das alles zeige, das ist ein ganz einfacher Grund, aber zu dem komme ich gleich zurück. Können wir weiter? Hier haben wir wieder noch ein N54. Wieder Close-Deck-Umbau. Hm. Weiter. Hier. DNBA. Ey, da liegt was drin. Ich geh kaputt, ey. DNBA auch gebuchst. Der hatte. Was hatte der nochmal gehabt? Es fällt mir gerade nicht ein, was der hatte. Hm. Auf jeden Fall ist der gebuchst worden. Also, das ist alles, was du die Woche noch schnell machst. Das sind nicht alles. Das sind noch ein paar andere Sachen, aber das sind nur Kleinigkeiten. Das sind jetzt nur die geilsten Modelle. Okay. Weil, guck mal, was für geile Motoren. Und überall fehlt was. Überall ist so weit vorgearbeitet, dass ich weitermachen könnte, wenn ich denn meine Teile bekommen würde. Ja, aber gerade Problemchen, ne? Mit Teile beschaffen. Ich gehe kaputt. Hm. Es ist zum Kotzen. Das kotzt mich an. Echt. Achso, hier haben wir noch ein EA 113. 2 Liter, der steht da vorne, wartet auch noch. Hm.
Also liegt es nicht an dir oder uns, sondern wir kriegen die Teile nicht herbei. Richtig? Jetzt, Gott sei Dank, kann ich noch ein bisschen was machen. Ich kram mir so meine Arbeit ein bisschen zusammen. Nein, wir haben noch genug zu tun. Wir haben noch genug zu tun. Aber jetzt muss ich mal bei dem Alpina B10 ein bisschen die Kolbenringe abchecken, ob die überhaupt passen. Mhm. Und mal gucken, wie das Stoßspiel ist und so weiter. Und das mache ich jetzt zuerst. Wir haben doch die Kolbenringe, die Kolben haben wir beschichten lassen. Ne? Mhm. Wir haben also aufgewohnt bis zu einem Punkt, an dem wir gesehen haben, okay, jetzt ist die Zinderlaufwand okay, haben dann also nachbeschichtet. Jetzt ist das ja so, wir sind ja nicht direkt aufs ganz nächste Übermaß gegangen. Aber die originalen Kolbenringe passen natürlich jetzt nicht mehr. Dann hätten wir jetzt zu viel Stoß. Das heißt, wir mussten jetzt die Kolbenringe fürs nächste Übermaß bestellen. Und das ist das, was ich jetzt gucke oder am Kontrollieren bin. Und die sind natürlich etwas zu groß. Das heißt, ich muss sie jetzt richtig krass bearbeiten. Und das dauert richtig lange. Ich habe den jetzt mal reingesteckt, nur so provisorisch. Und jetzt siehst du, ja, die stecken jetzt übereinander, weil er gar nicht mehr reinpasst. Mhm. Ja? Passt nicht rein. Kann man das sehen? Dass die übereinander stehen? Ja. Ja. Ohne Lampe, mit Lampe? Ja, so sieht man. Ist gut. Genau. Jetzt muss ich, also das ist jetzt mal das Erste. Ich hatte die Hoffnung, dass da vielleicht noch wenigstens ein bisschen Luft zwischen ist, dass ich nicht so viel wegfallen muss. Aber ja, ich muss richtig. Ja, also erst Seitenschneider abpitchen und dann feilen. Ganz genau. Erstmal der Flex. Echt? Ja, mit der großen. Okay. So viel Kolbenringe habe ich noch nie gefeilt. Das ist wie ein so viel Kolbenring-Feiler-Marathon. Wer kann am längsten Kolbenringe feilen? Brrr. Alter. Aber schon viel, oder? Ich gehe kaputt. Ey, so viel habe ich noch nie wegfeilen müssen. Ja, ja, yes, baby. Was heißt das? Ja, das heißt, normalerweise ist einfach bisher ist bei mir immer so gewesen, die Ölabstreifringe haben immer gepasst. Hm. Die passen einfach immer. Und in dem Fall, da wir ja Übermaß Kolbenringe bekommen haben, müssen wir ja auch die Ölabstreifer feilen. In dem Fall ist das ein Dachphasenring. Also zum Glück, wobei der fast nicht in den Kolbenringpfeiler reinpasst, den wir haben. Ich hätte ja schon fast meinen eigenen mitbringen müssen, du. Ja, das dauert. Aber ich bin jetzt fertig mit einem. Sehr gut. Jetzt ist Feierabend. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe die Schnauze voll. Nee, habe ich nicht. Ich würde ja gerne länger bleiben, aber ich muss nach Hause. Müssen wir das nicht alle? Mit dem Motor werden wir jetzt wieder länger nicht fertig, weil wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass ein paar Lagerschalen doch nicht morgen kommen. Okay. Die sind im Verzug. Hm. Genau, deswegen, ich werde jetzt noch die Kolben fertig machen, den Rest werde ich noch feilen, den Marathon zu Ende laufen und dann packe ich alles ordentlich ein. Dann ist aber auch alles vorbereitet, wenn die Lagerschalen dann kommen, dann kann ich den einfach zusammenbauen, fast. Ich muss ja noch Hauptlagerspiel und Pleulagerspiel dann messen. Easy. Und da das ja original ist, sollte das eigentlich alles passen, aber wer weiß. Wir gucken. Fazit ist, ich bin nicht fertig geworden mit dem Ding und ich fahre jetzt nach Hause. Alles klar, tschüss. Schönen Feierabend. Ja? Hallo. Hallo. Ventile einstellen, oder? Ja, also Ventilspiel einstellen. Okay. So. Machst du das gerne? Es geht. Sehr mühselig. Hm.
weil man immer alles abmachen muss, wieder drauf machen. Und das Ganze 20 Mal. Mindestens? Oder kann er doch schon mal laufen und beim dritten Mal passt das? Nee, oder? Doch, wenn man Glück hat, dann passt das direkt auf Anhieb. Okay. Hier habe ich Glück gehabt, passt jedes Ventil auf Anhieb. Aber du machst das ja relativ oft, oder? Ja. Ist halt bei jedem Motor gemacht werden. Und wenn du jetzt zu groß oder zu kleines Spiel einstellst, ja, hält man dann mal ein bisschen auf die Sprünge. Wenn du zu viel Spiel hast, bei zu viel Spiel klappert der Motor. Hm. Und bei zu wenig Spiel schließt das Ventil nicht. Okay. Und was ist von beiden schlechter? Ventil schließt nicht. Wenn dein Ventil nicht schließt, hast du keine Kompression. Hm. Also würde der dann alles da vorbeiblasen? Genau. Wenn das Ventil nicht zu ist, dann geht der Verbrennungsdruck halt da raus. Aus dem Ventil, aus dem Einlass oder Auslass. Will man nicht. Also sehr gewissenhaft. Genau. Gehe ich jetzt nicht weiter auf die Nüsse? Ja, möchtest du noch zeigen, wie das funktioniert bei diesem wunderbaren Modell? Ja, wenn wir schon mal gerade hier sind. So, das habe ich hier gemessen. Was haben wir denn hier überhaupt? Mal wieder? Ein FA. FA20. Was heißt das? Das ist der Motorcode. Ja, ich meine klar. Subaru BRZ oder Toyota GT86. Alles klar. So. So, das habe ich hier gemessen mit der Fühlerlehre. Mhm. Und ich habe 18 Spiel habe ich. Die 20er ging nicht rein. Ich möchte aber zwischen 20 und 24 haben. Also nehme ich diesen Hebel raus. Und das, was noch runtergefallen ist, das ist das erste, was runtergefallen ist. Ja, das ist ja, wenn die Kamera an ist. Genau. So, das Ding gibt es in verschiedenen Dicken. Hier haben wir jetzt 2,16. Mhm. So, ich möchte ein größeres Ventilspiel haben, also nehme ich ein kleineres. Nehme ich den 2,14er. Also immer richtig gewürfelt, ne? Aha. So. So. Der ist auch noch ein bisschen größer. Aber da gibt es kein festes Maß, wie du eben gesagt hast. Du bist dann zwischen 20 und 24, dann ist das okay. Genau. Das Schwierige an dieser Mechanik ist, dass wenn ein Ventilspiel, ich habe jetzt 18 und ich möchte 20 haben, dann ist nicht zwangsläufig dieses Plätzchen 200stel kleiner, ne? Durch diesen Hebel hast du eine Umlenkung. Ah. Das ist das Komplizierte. Hm. Ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden. So ein alles Profis hier. Ja, dann muss ich den jetzt nicht erklären. Hm? Dann muss ich den das auch nicht erklären. Nee, ist ja veranschaulichen, oder? Ja. Ja. Wie viel Newtonmeter? 18. Hm. Mehr nicht? Nö. So. 20er geht rein. 20er geht sehr knapp rein. Hier passt. Hier passt. So. Fertig. Super. Wie oft hat das jetzt heute schon gepiept? Über 100 Mal. Ja? Ja. Woher weißt du denn? Diesen Drehmomentschlüssel zeigt an, wie oft der gepiepst hat. Ah. Das ist aber 103. Jetzt dann, also aber eigentlich für Kontrolle. Oder ist das ein Zähler vom Andi, damit er weiß, du hast genau, auch das ist reingehauen. Nein, das ist natürlich nur vom Drehmomentschlüssel. Okay. Damit man weiß, wie oft man angezogen hat. Ist schon okay, du kannst es ruhig sagen, dass der Andi dir alles überwacht. Genau.
Gar nicht. Nein, dann kriegen wir wieder so einen komischen Kommentar. Dann viel Spaß noch. Ja, danke schön. Dir auch.